Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich ein Video, was sich ja die Community gewünscht hat tatsächlich. Ich habe vor kurzem mal ein bisschen rumgefragt, was ihr gerne sehen wollen würdet. Und das ist der erste Teil von zwei. Und zwar, ich zeige euch 10 Subbücher in meinem Regal, die ich unbedingt lesen möchte. Also die, was ich als nächstes im besten Fall lesen möchte. Und im zweiten Teil geht es dann um die 10 Subbücher, auf die ich aktuell ja nicht so richtig Lust habe. Und ja, ihr könnt mir ja sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die Bücher schon kennt. Ihr könnt ja Empfehlungen aussprechen, mich vielleicht so ein bisschen motivieren oder ja, einfach eure Meinung mitteilen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, wir starten dann auch mit den 10 Büchern, die ich unbedingt von meinem Sub bald befreien möchte. Von ein paar Büchern weiß ich den Klappentext tatsächlich gar nicht. Wahrscheinlich von den meisten nicht. Liegt daran, dass ich die Bücher kaufe auf Empfehlung. Ich lese sehr wenige Klappentexte und wenn ich sie lese, dann hauptsächlich nur wegen den Neuerscheinungsvideos. Ansonsten lese ich keine Klappentexte, sondern lasse mich einfach von anderen Booktubern, anderen Bookstagrammern anfixen und deswegen ziehen dann die Bücher auch bei mir ein. Deswegen kann ich euch jetzt nicht zu jedem Buch irgendwie die Inhaltsangabe geben, weil ich auch einfach den Klappentext nicht lesen möchte. Einfach weil ich mich blind reinfallen lassen will. Das erste Buch ist die Cold Case Academy von Jennifer Lynn Barnes. Ich weiß nicht genau, um was es geht. Ich habe das Buch einfach blind gekauft, einfach weil ich die The Inheritance Games Reihe von der Autorin so doll mochte. Und deswegen gehe ich einfach mal stark davon aus, dass ich auch dieses Buch mögen werde, wenn das in einem ähnlichen Stil ist. Ja, und deswegen ist das Buch bei mir eingezogen. Jetzt ist es auf meinem Sub und auf dieses Buch habe ich wirklich unglaublich viel Lust, weil ich mir kurze Kapitel erhoffe, einen rasanten Schreibstil, interessante Figuren, eine kurzweilige Geschichte, die spannend ist und ich hoffe, das werde ich auch kriegen. Und ja, das ist auf jeden Fall mein erstes Buch. Dann möchte ich eine Reihe abschließen und zwar im besten Fall auch relativ zügig. Und zwar Knights, der dritte Band von Lena Kiefer. Hier geht es um ja, einen Orden und wir haben eine Liebesgeschichte und wir haben die Ritter der Tafelrunde und so ein bisschen, das ist so ein bisschen Fantasy, ein bisschen Sci-Fi, also es ist irgendwie eine sehr bunte Mischung und Band 3 ist jetzt erst vor kurzem erschienen und ich habe Band 1 und 2 schon gelesen und ich bin einfach unheimlich gespannt, wie es mit Charlotte und Noelle und der ganzen Truppe weitergeht und ich möchte das Buch einfach beenden, damit ich einfach auch A, die Reihe beendet habe und B, natürlich auch erfahre, wie es jetzt denn schlussendlich weitergeht. Denn das Ende von Band 2 war schon blöd. Und deswegen will ich unbedingt weiterlesen. Dann das dritte Buch, was ich unbedingt lesen möchte, ist auch noch gar nicht so lange bei mir. Und zwar Stealing Infinity. Da geht es meines Wissens nach um eine Akademie. Und ich bin aktuell auf jeden Fall auch auf den Trip mit aufgesprungen, dass ich gerne das Setting Akademie habe. Und das hört sich einfach unheimlich toll an. Ich habe schon so viel Gutes über das Buch gehört. Ich will mir den Klappentext jetzt nicht nochmal in Gedächtnis rufen, aber ich bin tatsächlich für dieses Buch extra in die Buchhandlung gefahren, um es mir direkt zu kaufen. Und ja, ich freue mich da sehr drauf. Ich weiß auch, dass es noch einen zweiten Band geben wird. Nichtsdestotrotz möchte ich die Reihe auf jeden Fall bald anfangen, einfach weil ich mir da sehr viel erhoffe, eben durch dieses Academy. Es ist ein bisschen Fantasy, es ist ja, Jugendbuch. Also ich glaube, das ist halt aktuell genau das, was ich suche. Dann eine weitere Reihe, die ich fortsetzen möchte, weil ich ein großer Fan von Band 1 bin, und zwar Banshee Livy. Das Buch ist von Miriam Rademacher, beziehungsweise die ganze Reihe ist von Miriam Rademacher geschrieben, aus dem Sternenzahn Verlag. Und ich habe Band 1 gelesen und geliebt. Es geht hier um die
Benji, Livy, die auf so ein Anwesen kommt und dann dort auf die Familie aufpassen muss. Und dann in jedem Buch hat sie ein neues Problem, aber die Geschichte entwickelt sich trotzdem über die ganzen Bände hinweg. Also es ist schon so eine fortlaufende Geschichte. Es gibt, glaube ich, 7 oder 8 Bände, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob die Reihe in irgendeiner Art und Weise schon abgeschlossen ist, aber mir hat der Schreibstil so gut gefallen. Ich mochte den Humor, ich mochte das Setting so gerne. Ich mochte Benji, Livy, also Livy an sich einfach so, so gern. Und ich möchte einfach ganz viel mehr von ihr wissen und lernen und mit ihr, ja, diese Abenteuer bestreiten. Also ich fand es wirklich grandios. Und ja, also die Reihe steht, glaube ich, bis Band 5 jetzt auch schon in meinem Regal und ich würde gerne Band 2 jetzt erstmal lesen, einfach weil, ja, ich, also Band 1 hat mich echt vom Hocker gehauen, also das war eins der besten Bücher, die ich jetzt 2023 bisher gelesen habe. Dann eine Reihe und zwar auch eine Dilogie und zwar von Asuka Leonera, Frozen Crowns. Oder Frozen Crown, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist eine Dilogie, da gibt es Band 1 und Band 2. Und ich habe beide Bände hier und ich weiß nicht so richtig, um was es geht. Ne? Also ich kann nur so Mutmaßungen anstellen. Ich habe mir die Bücher relativ blind gekauft, nachdem ich die Midnight Princess Reihe von ihr gelesen habe. Und habe mich dann dazu entschieden, ja, ich möchte auch Frozen Crowns lesen. Und ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich null Plan, auf was ich mich da einlasse. Aber ich mag ihren Schreibstil. Ich fand, sie hat eine tolle Welt erschaffen in Midnight Princess. Und das erhoffe ich mir hier tatsächlich auch. Und ich will ein bisschen Liebe. Ich will ein bisschen Romantasy. Und ich glaube, das kriege ich da eigentlich auch. Und deswegen, ja, kann ich es kaum erwarten, zu dieser Reihe zu greifen. Und weil ich erst vor kurzem den Klappentext von Band 2 vorgestellt habe in meinem Neuerscheinungsvideo, ist mir jetzt wieder so ins Gedächtnis gerutscht, dass ich ja Band 1 hier stehen habe. Und zwar Vergiss mein Nicht von Kerstin Gier. Da geht es ja um zwei, also ein Mädchen und ein Junge. Und die sind irgendwie Nachbarn. Ich glaube, er heißt Quinn und sie heißt irgendwie Magdalena oder Mathilda oder sowas in der Richtung. Und er findet sie erstmal eigentlich total blöd, weil sie ist irgendwie, ja, sie ist halt blöd, er mag sie nicht. Und dann gerät er aber in irgendwie so ein komisches Abenteuer, dass auf einmal irgendwie komische Gestalten ihn angrinsen und auf einmal mit ihm sprechen und so. Und er weiß überhaupt nichts mit sich anzufangen und erzählt das dann ausgerechnet ihr, weil, ja, weil sie ist ihm halt egal und deswegen kann das ihr halt erzählen. Und irgendwie geraten die beiden dann in ein total teuflisches Abenteuer und ja, verlieben sich dann vermutlich auch. Und ja, ich will einfach wissen, ich liebe Kerstin Gier. Diese Jugendbücher von ihr, ich liebe sie. Ich liebe sie. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Vergiss mal nicht lieben werde. Also das ist so, ja, und jetzt habe ich wie gesagt, das Buch nochmal vorgestellt in meinem Neuerscheinungsvideo, weil jetzt eben Band 2 rauskommt. Und ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten, diese Reihe zu lesen, weil ich glaube wirklich, das wird fantastisch. Dann habe ich auch noch so ein paar Romance-Titel und zwar auch ein Buch, was noch gar nicht so lange auf meinem Sub ist. Und zwar Things We Never Got Over. Ich glaube, so heißt das, von Lucy Score aus dem Forever Verlag. Ich habe über das Buch mittlerweile auch ein bisschen Negatives gehört, ja, aber hauptsächlich tatsächlich Positives. Und ich bin super gespannt drauf. Es ist irgendwie eine kleine Stadt, ein kleiner Ort und irgendwas mit Zwillingsschwestern und dann da, also ich bin total interessiert dran. Also das Buch ist relativ dick, deswegen habe ich so ein bisschen Sorge, dass es mir nicht gefallen könnte, weil es vielleicht nicht richtig auf den Punkt kommt, das Buch. Aber ich habe von der Autorin noch nichts gelesen. Ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr aus dem Forever Verlag gelesen. Und wie gesagt, das Buch ist in aller Munde. Es ist irgendwie gefühlt überall auf Instagram, überall auf BookTok und ja, also ich komme irgendwie nicht um dieses Buch rum und deswegen habe ich es mir auch gekauft und deswegen möchte ich es jetzt auch ganz bald lesen. Eine Reihe, die ich auch unbedingt lesen möchte und zwar im Buddy Read mit einer guten Freundin, mit der lieben Esther vom Kanal BookWide auf Instagram, ist Westwell von Lena Kiefer. Auch hier habe ich den Klappentext nie gelesen. Ich weiß nur, dass es irgendwie um zwei verfeindete
Familien geht, soweit ich weiß. Und ich persönlich bin ein großer Lena Kiefer-Fan. Ich habe aber die andere Romance-Reihe von ihr nicht gelesen. Dieses Don't Leave Me, Don't Hate Me, Don't irgendwas. Also die Don't-Reihe habe ich nicht gelesen. Aber diese Westwell-Reihe steht schon hier, zumindest Band 1 und 2. Und wir haben uns das gemeinsam vorgenommen, diese Reihe zu lesen. Selbstverständlich brauche ich dann noch Band 3, aber das soll jetzt auch demnächst passieren. Einfach, weil auch diese Reihe wirklich super doll gelobt wird. Klar, es gibt auch wieder andere Stimmen, aber ich persönlich habe hauptsächlich Positives gehört. Es ist eine fortlaufende Trilogie. Es ist auf jeden Fall auch so ein bisschen Crime-Thrill-Faktor mit drin. Zumindest habe ich das mir sagen lassen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber auf die Bücher habe ich so, so, so viel Lust. Und ich hoffe, dass meine Freundin und ich das jetzt dann auch bald in Angriff nehmen. Eine Reihe, die ich auch weiterlesen möchte, ist A Place to Grow. Also das ist der zweite Band von der neuen Reihe von Lilly Lucas. Ich habe Band 3, ich glaube Band 3 ist ja jetzt auch schon erschienen, den habe ich noch gar nicht zu Hause. Aber ich möchte jetzt erstmal Band 2 lesen. Und das aus gutem Grund, denn der erste hat mir sehr gut gefallen und auch die Green Valley-Reihe von ihr, ah, ich habe die geliebt, wirklich, das ist so Kleinstadt-Setting, idyllisch, ich liebe sowas. Und meines Wissens nach geht es bei dieser neuen Reihe immer in jedem Band um eine andere Schwester. Und wie gesagt, der erste hat mir echt gut gefallen und deswegen möchte ich da definitiv weiterlesen. Ich erhoffe mir da ja eine süße, zuckersüße Romanze mit einem ganz, ganz tollen Setting, mit super schönen und liebenswerten Nebenfiguren. Also ja, da bin ich sehr gespannt drauf und ich kann mir nicht vorstellen, dass mich das Buch enttäuschen wird. Und dann kommen wir auch schon zu dem 10. Buch, was ich unbedingt demnächst lesen möchte und das ist Ravenhood, der erste Band. Erstmal, ist klar, wenn es mir gefällt, dann natürlich auch weiter, aber Ravenhood, das ist ja auch etwas, was jetzt aktuell ja entweder total gehasst wird oder total gefeiert wird. Und ich würde jetzt eigentlich dazu tendieren, dass ich es hassen werde, aber irgendwie so diese Faszination hat mich dazu verleitet, dieses Buch lesen zu wollen. Und ich will einfach wissen, was dahinter steckt. Und wie ich mich kenne, egal wie gut mir der Band 1 gefällt oder eben nicht, ich werde die Reihe vermutlich auch beenden und fortsetzen. Also da muss schon einiges passieren im Band 1, dass ich sage, ich lese das nicht weiter. Aber einfach diese Faszination aktuell von so vielen Lesern, die finde ich total spannend und ich möchte einfach mitreden können und ich möchte deswegen auch die ganze Reihe im besten Fall lesen, einfach damit ich dann auch abschließend eine Meinung mir bilden kann. Ich finde es nämlich immer super schwierig, ein Buch abzubrechen und dann darüber eine Meinung zu haben oder eine Reihe abzubrechen und dann irgendeine Meinung darüber zu haben, weil ich habe einfach nicht alles gelesen und genau aus dem Grund möchte ich auch ganz bald The Ravenhood lesen und ich bin echt richtig gespannt, ob das so ein richtig schöner Unfall wird oder eine ganz schöne Katastrophe. Wir sind gespannt. Ja, kurz und knackig meine 10 Top-Bücher vom Sub. Die 10 Sub-Bücher, die aktuell in meinem Regal stehen, auf die ich so viel Lust habe, die ich am liebsten alle gleichzeitig lesen würde. Das funktioniert natürlich nicht. Ich habe natürlich auch nur begrenzt Zeit und so weiter und so fort. Aber ich habe so doll Lust, einfach ja, diese Bücher zu lesen. Wenn ihr Bücher kennt, wenn ihr da schon Bücher gelesen habt davon, schreibt mir unbedingt mal unten in die Kommentare, wie ihr die gefunden habt. Also ist es eine richtige Empfehlung? Hat es euch gefallen? Warum hat es euch gefallen? Aber bitte ohne zu spoilern. Und ja, vielleicht greife ich ja dann durch eure Empfehlungen vielleicht schneller zu dem einen oder anderen Buch. Und ja, ansonsten würde mich natürlich interessieren, welche 10 Bücher auf eurem Sub wollt ihr unbedingt als nächstes lesen? Und ja, ich glaube, das war's. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Und damit verabschiede ich mich jetzt aus diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Wenn ihr noch ein anderes Video von mir sehen möchtet, dann klickt gerne hier drauf. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.